Wie habe ich es geschafft, im ersten Jahr 1700 Neukunden Eigenumsatz zu machen und über 5.500 Verträge mit meinem Team und zwar ohne Vorerfahrung? Ich sag dir mal, was das Problem ist von den meisten Door-to-Door-Verkäufern. Die meisten haben partout schon mal ein Problem mit der Ablehnung an der Haustür. Das bedeutet, wir haben ja einen Job, der A, auf die Jahre gesehen relativ monoton ist, weil du immer und immer wieder dasselbe machst. Aber um erstmal da überhaupt hinzukommen, musst du in der Lage sein, die Ablehnung zu überwinden. Und mir fiel das am Anfang auch schwer, muss ich ganz ehrlich sagen. Als ich das erste Mal an der Tür stand, das erste Mal die Tür vor der Nase zugeworfen bekommen habe, die Leute meinten, ich soll mich verpissen, ich soll abhauen und so weiter und so fort. Da war ich schon ein bisschen schockiert, was das hier eigentlich für ein Geschäft ist. Aber weil mein Hunger extrem gewesen ist. Wir hatten damals 70.000 Euro Schulden. Das war im Sommer 2018, weil mein Hunger einfach da war, weil ich da rauskommen wollte, weil Sabrina fast jeden Abend geweint hat und ich nicht wusste, wie ich da irgendwie sonst irgendwas anderes machen soll, war die Motivation einfach da, das wirklich durchzuziehen. So, dann musst du in der Lage sein, einen Kunden, guck mal, wenn du hier an so einer Tür klingelst, so ein Mehrfamilienhaus, kommt mal hier ganz kurz mit, so ihr seht hier zum Beispiel unterschiedliche Namen direkt. Ja, ich sag mal jetzt keine Namen und so weiter und so fort, Mehrfamilienhaus. Wenn du da jetzt klingelst, wenn du jetzt Hallo sagst letztendlich, dann versagen die meisten schon völlig bei der Ansprache. Wenn du da irgendwie auf eine Kabelbuchse pitcht oder auf einen Termin pitcht oder den Kunden irgendwelche unsinnigen Informationen weitergibst oder irgendwelche Lügengeschichten erzählst oder vielleicht nicht mal lügst, sondern einfach unbeholfen agierst und deswegen auch komische Reaktionen von deinen Kunden bekommst, dann ist das schon allein ein Problem, was dich daran hindern wird, auf gute Vertragszahlen zu kommen. So, dann, egal wo wir jetzt hier klingeln, ob bei Nummer 23, ob bei Nummer 22 oder sonst wo letztendlich, die Leute haben Einwände. Es ist nicht so, dass du da Hallo sagst und dann sagen die, ach Mensch, ich habe nur auf sie gewartet mein ganzes Leben lang, jetzt will ich endlich einen Vertrag bei ihnen machen, sondern das ist eher so, dass sie sagen, ich habe kein Interesse, ich habe keine Zeit, ich habe da keinen Bock, ja, ich will warten, bis die 40%-Quote erreicht ist, also ich habe doch gutes Internet, ich bin doch gar nicht bei ihnen Kunden, ist das jetzt ein Vertrag oder was auch immer. Du kennst es ja, wenn du Door-to-Door machst oder wenn du Door-to-Door bald beginnst, wirst du es halt einfach kennenlernen. Und unterm Strich kann man das zusammenfassen in 16 Einwände. Ja, also wirklich 16 Einwände an der Haustür, die du einfach so zu hören bekommst. Und davon gibt es 4, die du fast immer zu hören bekommst. Je nachdem, welcher Bereich das ist, ist es ein bisschen unterschiedlich. Aber zum Beispiel so keine Zeit, kein Interesse, kein Bock oder meine Frau macht das, hörst du eigentlich gefühlt fast jedes Mal. So, und wenn deine Antworten darauf sind, ja, es dauert nur 2 Minuten oder dann komme ich später nochmal wieder, dann machen wir einen Termin aus oder ist ja kein Problem, verstehe ich. Ja, dann sorgt das halt dafür, dass du die meisten Kunden verlierst. Weil 90% der Einwände an der Tür sind gar keine echten Einwände, sondern nur reine Vorwände. Wenn der Kunde gerade zu Hause ist, guck mal, die Leute, die jetzt gerade hier zu Hause sind, als ob die keine Zeit haben, Mann. Als ob die keine Zeit haben. Wann sollen die denn mehr Zeit haben, als wenn sie gerade zu Hause sind? Das bedeutet, das ist nicht mal ernst gemeint. Und wenn du dann eine Einwandsbehandlung auf keine Zeit machst, obwohl sie Zeit haben, wird er sich immer noch im Kopf denken, ich habe keinen Bock. Weil das war sein eigentlicher Einwand. Das bedeutet, du musst lernen, durch Psychologie die Emotionen deines Gegenübers innerhalb von Sekunden zu verändern. Und das hört sich schwieriger an, als es ist, weil du einfach nur einmal ein paar Sätze mitbekommen musst, die dir genau sagen, was du sagen musst, wo die Psychologie bereits enthalten ist tatsächlich. So, die meisten kriegen das aber letztendlich partout einfach nicht hin. Und ich habe es auch nicht von Tag 1 hinbekommen. Aber ich habe von Tag 1 mich so sehr reingehangen, mit Sabrina jeden Abend Rücksprache gehalten, Vollgas gegeben, durchgezogen, geackert, dass ich es wirklich geschafft habe, im ersten Monat 79 Kunden zu machen. Im zweiten 105, im dritten 125 und im sechsten Monat bereits 210 Neukunden Eigenumsatz. Und zwar mit Kaltakquise. Also wirklich einfach nur da Hallo sagen, klingeln und im Durchschnitt in 7 Minuten vom Klingeln bis zur Unterschrift das ganze Ding letztendlich einfach durchzuziehen. So, das kriegen die meisten aber nicht hin. Und weil wir das so gut hinbekommen haben, durch bereits Vertriebswissen von mir und vor allem durch die ganze Psychologie von Sabrina, war ich dann auch in der Lage, in den ersten 6 Monaten knapp 70.000 Euro zu verdienen. Und als wir das dann mal ein bisschen publik gemacht haben mit unseren Recruiting-Strategien über Social Media und so weiter und so fort, haben wir natürlich ein paar 100 Anfragen bekommen, die Leute richtig qualifiziert, ausgewählt, ausgebildet und waren dann in der Lage,
innerhalb von ungefähr 5 Monaten über 5000 Verträge direkt mit dem Team zu machen. Also konstant auf über 1000 Verträge im Monat zu kommen. Und zwar nicht mit 30, 40, 50 Leuten oder so, wie das bei den meisten der Fall ist, sondern gerade mal mit 10 bis 20 Mitarbeitern. Ja, weil wir einen Schnitt pro Kopf von 85, 86 Aufträgen im Monat tatsächlich einfach hatten. So, und letztendlich ist es gar nicht so schwierig. Ja. Egal, wo du jetzt klingeln gehst, ob du hier zum Beispiel solche Mehrfamilienhäuser machst, ob du, ja, hallo, Amazon Prime sind auch Fans von Door to Door, ne, machen sie ja den ganzen Tag, ob du jetzt hier irgendwelche Mehrfamilienhäuser machst in Berlin, ob du Einfamilienhäuser machst auf dem Dorf, wir haben alles schon gemacht. Ich war selber in Augsburg an der Tür, ich war in NRW an der Tür, ich war am Bodensee in München an der Tür, ich war überall in Berlin. Ich meine, allein in Berlin ist ja so ziemlich alles vertreten an Menschheit, was irgendwie möglich ist. Du hast ja an der Haustür so 6 Kundentypen, in die es Sinn macht, wirklich zu kategorisieren. Einerseits normale Menschen wie dich und mich, ja, auf der anderen Seite Assis, dann auf der anderen Seite ja, Rentner, dann Doktoren, Rechtsanwälte, so den gehobenen Typ, den Ökotyp, also so der extrem umweltbewusste, und als letztes nochmal den Ausländer, also der dich zwar gut verstehen kann, aber nicht so gut Deutsch spricht. Und mit allen musst du halt einfach ein bisschen anders umgehen. Du kannst nicht nach dem Motto leben, ich behandle andere Menschen, wie ich selbst behandelt werden will. Größter Scheiß überhaupt, weil wer will denn so behandelt werden wie du? Die wollen alle behandelt werden, wie sie behandelt werden wollen. Und genauso geht es halt letztendlich auch den Kunden an der Tür. Ja, die haben unterschiedliche Einwände, die haben unterschiedliche Wordings, die brauchen teilweise unterschiedliche Reaktionen einfach von dir, um wirklich zu handeln. Und was du einfach mal verstehen musst an der Haustür, ist es nichts anderes als Aktion und Reaktion. Okay, alles, jede Aktion verursacht eine Reaktion, Reizreaktion. So, und deine Aktionen, die du an der Tür machst oder die meisten Menschen machen, führen halt nicht zu 100 bis 200 Neukunden im Monat, sondern eher zu 60, 70 oder vielleicht auch nur 30, 40 oder sogar noch weniger bei den meisten. Wir sehen es ja bei vielen, vielen Coaching-Teilnehmern und dadurch, dass wir Einblicke mittlerweile in den ganzen Markt einfach haben. So, und wenn du andere Aktionen einleitest, es bedeutet einfach mal andere Sätze letztendlich lernst, dann verursachst du auch ganz, ganz andere Reaktionen letztendlich beim Kunden. Und die Reaktion, wenn du einmal lernst, wie es geht, kann sehr, sehr, sehr positiv sein. Ja, die können sehr angenehm auch sein, sodass du das ganze Geschäft machst mit extrem niedriger Ablehnung. Und das sind letztendlich die wichtigsten Dinge, die du einfach brauchst, um auf 100 Neukunden erstmal im Monat zu kommen und dir dann wirklich ein Team aufzubauen, was 1000 Verträge im Monat produziert, was dir somit nicht nur viel Geld bringt monatlich, ein extrem hohes überdurchschnittliches Einkommen, sondern vor allem auch Zeit und die Möglichkeit, andere Menschen einfach zu fördern. So, und wenn du lernen willst, wie du das nachmachst, wie du auch 1700 Neukunden Eigenumsatz im Jahr machst, wenn Door to Door gerade dein Geschäft ist oder du dich dafür interessierst und das professionell wirklich lernen willst, dann klick dich einmal hier durch, trag dich ein zum kostenlosen Erstgespräch. Wir beraten dich erstmal komplett kostenlos, gucken wirklich, wo du stehst, wo du hin willst, ob du dich auch qualifizierst hier für das Ganze und wie wir da gemeinsam einfach zusammenarbeiten können. Ja, du kannst dir vorstellen, wir haben mittlerweile extrem viele Anfragen, über 200 bis 300 tatsächlich im Monat. Und wenn du Glück hast, ja, qualifizierst du dich für alles und kannst innerhalb von kürzester Zeit deine Zahlen im Door to Door hochschrauben. Mit den Worten, liebe Grüße, ich gehe weiter an die Tür. Ciao.